Hallihallo, ich bin der Callcenter-Crusher. Im heutigen Video hat mich mal wieder ein Ä-Sager angerufen. Völlig überfordert mit seinen Firmennamen und den Lizenzen. Hört es euch nach dem Intro an. Hallo? Hallo, ist dort Reinhard Stecken? Ja, wer ist denn, wer will das wissen? Hallo, mein Name ist Felix. Sie sind auf unserer Trading-Plattform angemeldet. Teilen Sie mir bitte, ist das noch für Sie aktuell? Interessieren Sie noch im Auf Trading? welcher Trading-Plattform denn? Es ist BTC Deutschland, es ist IPG Trade Bitcoin Deutschland. Bitcoin Deutschland ist Ihre Plattform? Nö, das sagt mir so nichts. Ja, vielleicht Trafikon. Wie, was? Vielleicht? Kennen Sie Ihre Ja, eigene Webseite nicht, oder? also wir arbeiten mit vielen Plattformen. Und ich weiß nicht, welche genau ist aber an welchen Sie angemeldet sind. Also interessieren Sie sich noch im Investitionen, im Trading? Ja, prinzipiell schon, ja. Ja, und also wir haben Sie schon Erfahrung im Trading? Nee, sehr wenig. Sehr wenig, ja. Aber es ist nicht ein Problem. Viele meiner Kunden haben gar keine Erfahrung und jetzt ist alles gut. Wir haben drei Beträge, um anzufangen. Es ist 250 Euro, 500 Euro und 1000 Euro. Mit welchem Betrag möchten Sie anfangen? Ja, das weiß ich ja noch nicht. Ich weiß ja noch gar nichts über Ihre Firma. Also unsere Firma, wir haben echt gute Finanzberater. Diese Finanzberater können Sie immer helfen mit alles, mit alle Trades und so weiter. Dann haben wir ein Bot. Es ist der automatische Sie Bot. haben Er ein macht Boot? ja, ein Bot, der er macht Ich will alle aber nicht Trades. Boot fahren. Ich will traden. Ich will nicht irgendwie aufs Meer fahren oder so. Wie bitte? Ich möchte nicht aufs Meer fahren oder zum Angeln fahren. Ich möchte traden. Ja, verstehe ich das. Aber Sie können selbst traden und auch bekommen Sie von uns ein Bot, der macht kleine Trades automatisch. Ein Ja, Boot? es ist ein automatischer Robot, der macht. Ach, ein Roboter. Ja, ein Boot Ja, ist ja nun mal was anderes. Ein Boot ist zum Fahren auf dem Wasser. es ist ein automatisches Programm und dieses Programm macht kleine Trades. Auch bekommen die, ja, also die Beste, was sie bekommen, ist die unsere Finanzberater. Sortieren Sie sich doch erstmal. Sie stammeln sich ja so dermaßen ein zurecht. Was wollen Sie denn jetzt sagen? Wie bitte nochmal? Sie stammeln sich dermaßen ein zurecht. Machen Sie das noch nicht so lange? Ja, okay, Entschuldigung. Also diese Finanzberater, die nehmen 10% vollsten Monat und dann sie müssen nicht bezahlen. Also nur 10% von was sie bekommen im Trade. Sie nehmen 10% von was denn? Also zum Beispiel anfangen Sie mit einem 250 Betrag, dann und was Sie bekommen, diese 10% nimmt das Finanzberater. Ja, haben Sie schon eine Arbeit? Wie eine Arbeit? Was geht Sie denn das an, ob ich Arbeit habe? Ich wollte fragen, ob es die Investition wird sekundäres oder primäres Einkommen für Sie. Nein, wenn, dann will ich ein Zusatzeinkommen. Okay, gut. Und dann mit welchem Betrag möchten Sie anfangen? Tja, wie gesagt, ich weiß ja noch gar nichts über Ihre Firma. Sie haben jetzt nur gesagt, was Sie bieten, aber ich weiß ja über Ihre Firma gar nichts. Welche Firma war das?
Ja, okay, ich kann alles bei unserer Lizenz und alle Informationen beim E-Mail schicken. Nee, das können Sie mir doch sagen. Ich habe doch Sie doch jetzt gerade am Telefon. Ja, aber ich kann nicht unsere Lizenz beim Telefon schicken. Es ist Nee, Sie können es ein mir Dokument. sagen. Welches ist denn jetzt Ihre Firma? Nennen Sie mir doch einfach mal die URL Ihrer Firma. Ja, also wir arbeiten mit vielen Firmen, mit vielen Trading-Plattformen. Ja, und welches ist Ihre Firma? Unsere Firma ist dann, ein Moment, ich öffne die Dokumente. Wie, Sie wissen Ihren Firmennamen nicht? Sie müssen irgendwo nachlesen, welches Ihr Firmenname ist. Habe ich das richtig verstanden? Doch, 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 ich habe es schon gesagt, es ist IPG Trade. IP Gate Trade. Oh, dann schreiben wir das mal. IP und dann Gate. GATE Gate. Gate. Und dann weiter. Das alles ist IPG Trade. Ja, Punkt.de, sind Sie eine deutsche Firma oder? Ja, es geht mit DE auch. Also ipgatetrade.de. Ipgatetrade in 1 durchgeschrieben. Punkt D. Bitte? Es ist ipgtrade.de. Ja, und Ipgatetrade alles ein Wort. Kein Strich dazwischen oder so. Ja, darf ich bitte Sie auch alles beim E-Mail schicken? Nee, Es das gibt einen Link erstmal möchte ich doch auf die Seite sehen. Deswegen sollten Sie mir Ihre Seite nennen. Ja, okay. Einen Moment. Ich erinnere mich nicht die genaue Link. Ich öffne ein Dokument jetzt und sage den Namen von diesem Link, okay? Das ist nicht ein Problem. Ja, wenn Sie Ihre eigene Webseite nicht kennen, aber gut, dann suchen Sie das mal. Hallo. Sind Sie noch dran? Ja, bin ich hier. Also es Also, ist IPG IP. eins ist klar. Sollten Sie sich nochmal stumm schalten, lege ich sofort auf. Das ist dermaßen unfreundlich, wenn Sie Ihr Mikrofon ausschalten, dann lege ich sofort auf. Haben Sie das Okay, verstanden? Entschuldigung mir bitte. Ja, Entschuldigung mir bitte. Also es ist IPGateTrade.co. Ach, Punkt Co, nicht, also nicht DE. Ja, es ist Punkt.co. CO, okay. Gut. Und dann erzählen Sie doch jetzt mal was über Ihre Firma. Ja, also wir arbeiten schon für 20 Jahren mit unserer Kunde und wir haben nicht viele Kunden. Und die Beste, was wir haben, ist unsere Finanzberater. Das ist Hallo? Ja, also ipgate.co gibt es nicht. Dann probieren Sie bitte, es ist IPGate.trade. Sie kennen Ihre eigene Webseite nicht? Doch, Nee, Sie es haben gibt. ja jetzt gesagt ipgate.co. Wie ist es denn nun? Ja, also probieren Sie bitte IPGate.trade. IPgate.trade und dann weiter. Also es ist alles. Es ist einfach IPGate.trade. Ja, nee, nein. Eine Internetseite hat immer eine Top-Level-Domain, also .de. Probieren Sie einfach IPGate.trade. Es geht so. Nein, ich will nicht auf Ihre Webseite. Ich möchte nicht irgendwelche Webseiten. Wie ist Ihre Domain? Mit der Top-Level-Domain am Ende. .ce, .com, Aber es .io. geht ohne CE, es geht ohne COM. Es ist einfach Nein. Wenn IP. ich die Webseite eingebe, oben in der Suchzeile, in dem Browserfenster, dann muss ich wissen, wie die Domainendung ist. Aber es gibt kein Domain-Endung. Doch, es gibt keine Webseiten auf der ganzen Welt ohne Domainendung. Gibt es nicht. Ja, also Domain-Endung ist trade. Es ist einfach Ach IPG.trade. so. Ja, ich hab gesagt, Also, IPG.trade.
Ja, in Okay, total. gut, okay. Das ist schon passiert. Das hatten Sie so nicht gesagt. Okay, gut. Und das ist jetzt Ihre Firma. Gut, und wie alt ist diese Firma? Sind Sie schon lange am Markt? Schon 20 Jahre. Schon 20 Jahre. Ja. Ja, das ist ein bisschen seltsam. Okay. Und wo sitzt Ihre Firma? Wo ist der rechtliche Sitz Ihrer Firma? Okay. Ah ja. Okay. Und dann sind Sie in UK dann auch sicherlich registriert und reguliert. Ja, genau, ja. Ja, und bei wem? Oh, das weiß ich nicht, Entschuldigung. Ja, dann hat das keinen Sinn mit Ihnen. Ich möchte als Anleger möchte ich wissen, wo eine Firma reguliert ist. Ja, ich habe viele Dokumente mit alle Informationen. Es gibt alles da. Ich kann beim E-Mail jetzt schicken. Nö, das können Sie mir doch sagen. Ja, okay. Einen Moment, ich öffne diese Dokumente. Ja, also es ist IP Group PLC. Was, IP Group? IP Group PLC, ja. Ja, dann wo sind Sie denn reguliert? Das habe ich gefragt. Moment, suchst du diese Information? Ja, also alles reguliert im UK. Ja, bei wem denn? Bei wem? Ja, richtig. Es ist David Graham. Nein, die Regulierungsbehörde möchte ich wissen. Wer reguliert sie? Verstehen Sie nicht, ne? Ja, ich verstehe, aber ich suche für diese Information. Ich bin nicht Ja. sicher, ob ich das finden kann. Ja, das ist für einen Anleger ist es die wichtigste Information. Ja, okay, darf ich kurz fragen? Vielleicht mein Kollege weiß das. Ja, Ich brauche nur 10 Sekunden. dann fragen Sie Ihren Kollegen. Einen Moment. Herstecken. Ja. Ja, also hier, was ich gefunden habe, es ist. Wir haben viele Leute, die alle regulieren. Was? Es gibt zwei Offices. Ich weiß nicht, was es meint. Ich habe keine dieser Informationen, aber was habe ich gefunden? Es ist David Graham, wie ich gesagt habe. Er ist Nein, ein nein, Director. nein, nein. Ich möchte, dass die regulierende Behörde wissen, die für Sie zuständig ist und keinen Namen von irgendeiner Person. Das muss eine Regulierungsbehörde sein. Vielleicht weiß ich nicht, was Sie Oh. meinen. Was ist ein Regulierungsbüro oder was hast du gesagt? Behörde, sagte ich, Behörde. Ah, okay, Regulierungsbehörde. Also Sie haben von Ihrem Job scheinbar keine Ahnung. Wenn Ja, Sie ja. arbeiten für eine Firma, die Finanzdienstleistungen anbieten und Sie wissen nicht mal, wo Sie reguliert sind, dann sind Sie in Ihrem Beruf einfach falsch. Aber doch, habe ich gesagt, das ist vom UK. Bitte was? Habe ich schon gesagt, alles reguliert im UK Ja, von. von wem denn in UK? Ja, das weiß ich nicht.
Ja, eben sage ich doch, Sie wissen es nicht. Sie haben keine Ahnung von Ihrem Beruf. Ja, also es gibt ihm Lizenz, aber ich kann das jetzt nicht finden. Ja, das ist dann schlecht. Ja, wie gesagt habe, ich kann diese Lizenz beim E-Mail schicken. Sie können das selbst finden. Ja gut, dann welche E-Mail-Adresse haben Sie von mir? Moment, es ist reinfeld.stecken@fukaru.com. Mhm, okay. Alles richtig, ja? Ja, das ist richtig. Okay, dann schicke ich jetzt ein E-Mail. Einen Moment. Mache ich das gerade jetzt. Servus. Also ich habe eine E-Mail geschickt. Von wem ist die? Also bis jetzt habe ich noch keine erhalten. Und jetzt? Ja, von wem ist die denn, die E-Mail? Es ist Felix.Soller. TradeUnion.com. Trade Union? Nee, aber ich habe noch keine bekommen. Vielleicht braucht es nur ein paar Minuten, vielleicht weiß ich nicht genau, wie schnell ist es. Ja, bis jetzt ist noch nichts da. Haben Sie noch nicht bekommen, ja? Ja, na gut, ich möchte gerne erstmal die E-Mail haben. Wenn Sie mir Ja, so schon nicht weiterhelfen können, dann müssen wir jetzt ich auf habe die schon E-Mail warten. ja, ich habe schon geschickt. Ja, es ist aber noch nichts da. Also nochmal, es ist reinfeld.stecken@fukaru.com, ja? Ja, es ist richtig. Wie haben Sie meinen Namen denn geschrieben? Moment, ist REINHARD. Okay. Von wem war der Name jetzt nochmal? Von wem soll die E-Mail kommen? Felix.Soller, TradeUnion.com. Okay. So, okay, also jetzt habe ich das gefunden und welches ist, soll jetzt da nun Ihre, Sie sind also bei der FCA, nehme ich mal. Wie bitte? Sie sind also bei der FCA reguliert. Ja, vielleicht habe ich gesagt, ich weiß das genau. So. Ja, aber Da ist er wieder. so, dann schauen wir doch mal. Gerade haben die Sie Russen gefunden, wieder angerufen. was Sie wollten? Warte. Ah ja. Ja. Bitte? Haben Sie das gefunden, was Sie Ich wollten? verstehe Oder? Sie nicht. Sie sprechen so schlecht Deutsch, ich verstehe Sie einfach nicht. Okay, haben Sie schon gefunden, was Sie wollten? Ja, ich gucke gerade. Ich gucke gerade. So, und von welcher Firma waren Sie doch gleich? Es ist IP Group, PLC. Ja, nee, das hatten Sie. Am Anfang hatten Sie was anderes gesagt. Welche So, Firma sind Sie ah, denn? okay. Ja, es ist IP Gateway. Ja, eben. Aber selbst unter IP Group PLC sind Sie nicht registriert. Ja, einen Moment, frage ich mein Teamleader.
Ja, Ja. Herr Stecken, ja, also ich weiß nicht, wer reguliert und diese Name, also was ich weiß, es ist IP-Group-PLC und es ist alles, was ich weiß. Unter dem Namen IP Group PLC wird bei der FCA nichts gefunden. Aber es gibt im Lizenz, das ist IP Group Ja, PLC. ich gucke gerade noch mal nach. Nein. Unter dem Namen nicht. Okay, probieren Sie bitte IP2, IPO Group Limited. Nee. Also, kann nur unter einem Namen registriert sein und reguliert sein. Und Sie melden mir jedes Mal unterschiedliche Namen. Das ist nicht seriös. Also haben Sie keine Lizenz, wenn Sie sie nicht wissen. Und mir immer Doch, doch. unterschiedliche Namen nennen. Sie nennen mir immer unterschiedliche Namen. Doch, aber einen Tag weiß ich nicht diese Namen. Ja, und Aber ich, wir haben ja. eine Lizenz und ich habe das schon Nee, gekriegt und Sie haben wir mir haben doch, das dann Sie haben erledigt. mir doch was geschickt und das stimmt ja nun auch nicht, was Sie mir geschickt haben. Aber wenn Sie diese Lizenz öffnen, die ich geschickt habe, ich Guter gebe Mann, die zurück. hören Sie einfach mal zu. Ich überprüfe das, was den Namen, den Sie mir gesagt haben, direkt bei der FCA. Da gibt es eine Suchmaske, da kann man direkt den Namen eingeben oder die Nummer. Habe ich beides überprüft, ist beides nicht reguliert. Ich weiß nicht, was Sie da haben, aber auf jeden Fall ich überprüfe das direkt bei der Webseite der FCA. Ja, okay. Ich weiß nicht, wie es funktioniert, Ja, das merke ich. aber diese Lizenz, Moment, es ist IP-Group im Lizenz und es ist nicht ein Scam, es ist nicht ein falsch Lizenz. Was? Es gibt Company-Nummer, es gibt diese Name, es gibt alle Leute, die alles Ja, regulieren. dann sagen Sie mir doch die Company-Nummer. Okay, Company-Nummer ist 04. Augenblick, dann geben wir das ein. 04 20. 20 Doppel-4. 44 90. 90. Dann suchen wir da danach mal. Nee. Wird nichts gefunden. Unfortunately, we didn't find any results matching your search term. Okay, und wo suchen Sie? Das ist Habe ich diese nur mehrfach gesagt, auf der Webseite der FCA. ja, einen Moment bitte. Geben Sie mir bitte 10 Sekunden, noch eine Minute Maximum, Ach du sage ich. meine Güte, Sie kriegen es einfach nicht hin. Na gut. Dann strampeln Sie sich weiter ab. Und nun hat der stammelnd überforderte Mitarbeiter mit den vielen Firmennamen und den vielen Lizenzen dann doch aufgegeben und die Flucht aus dem Telefonat angetreten. Der nächste Anruf kam offensichtlich von einer Waschmittelfirma, der an meinem telefonisch ungestörten Seelenheil gelegen war. Hört es euch einfach an. Ja? Hallo, ich freue mich, Sie zu hören. Also, mein Name ist Emily Wick und ich bin Führerin von Serviceabteilung von Unternehmen Arien. Und ich rufe an, weil ich nur fragen wollte. Ich verstehe Herr Sie sehr Wiedmann. schlecht. Sie haben eine sehr schlechte Telefonleitung. Ich verstehe Sie kaum. Also, ist es jetzt besser? Nö, Sie sagen ja auch noch Nein. nichts. Also, ist es wegen Verbindung, oder? Das weiß ich nicht. Auf jeden Fall höre ich Sie kaum. Oh, vielleicht kann ich nochmal anrufen. Na, können Sie ja probieren. Vielleicht wird es ja dann besser. Ja, schön. Hallo. Hallo, Herr Segen, ist es jetzt besser? Ja, müssen wir probieren.
Wie bitte? Das müssen wir probieren. Ah, ja. Genau. Also, Herr Sigmund, wie ich gesagt habe, mein Name ist Emily Wild und ich führe ein Serviceabteilung von Unternehmen Ariel. Und welche ich rufe an, weil ich... Ariel. Ariel? Wie das Waschmittel? Ja. Wie bitte? Wie das Waschmittel, Ariel. Ja, ja, aber das ist kein ja, Waschmittelunternehmen, das ist ein analytisches Unternehmen. Ein was für ein Unternehmen? Analytisches. Ah ja, gut. Ja, Herr Siegmund, ich wollte noch fragen, ob Sie telefonisch verifiziert sind. Herr Wagenknecht, wir kennen uns ja nicht, da nennt man sich nicht beim Vornamen. Alles klar, tut mir leid. Ja, Herr Wagenknecht, Entschuldigung. Ich wollte nur fragen, ob Sie telefonisch tarifiert sind von verschiedenen Unternehmen, die das anbieten. Was bin ich telefonisch? Tarifiert. Also, ob Sie viele Anrufe kriegen. Von wem soll ich denn Anrufe kriegen? Wie bitte? Von wem soll ich denn Anrufe kriegen? Von Unternehmen, die etwas anbieten, etwas Service Trading. Ja, und was haben Sie damit zu tun? Ja, ich wollte nur das erklären. Also, wenn Sie viele Anrufe bekommen, dann ich möchte nur erklären, warum und wie kann man das aufhören. Wenn Sie solche Probleme nicht haben, dann alles gut. Ja, dann erklären Sie doch mal. Ich bin mal gespannt, wie Sie das verhindern wollen. Wie bitte? Sprechen Sie kein Deutsch oder ich sage klar und deutlich... Warum Nein, die Verbindung ist nicht ganz gut. Bitte? Weil die Verbindung ist nicht ganz gut. Ja, von wo aus rufen Sie denn an, dass Sie so eine schlechte Verbindung haben? Ich rufe von Österreich. Von Och. Büro. Ich weiß nicht, warum. Ja, also ich weiß nicht. Also, hören Sie mich gut? Nee, sehr schlecht. Ich verstehe Sie ja kaum. Und ich telefoniere oft mit Leuten aus Österreich und da habe ich solche Probleme nicht. Ja, das Problem bin ich im Land, denke ich. Ich weiß nicht warum, vielleicht hier zu viele Leute oder was, keine Ahnung. Na gut. So, dann erzählen Sie mal weiter. Was wollen Sie denn jetzt eigentlich? Ja, ich habe gefragt, ob Sie viele Anrufe bekommen. Also stimmt das oder nicht? Ja, das geht Sie ja gar nichts an im Prinzip, mit wem ich telefoniere. Also was wollen Sie denn? Nein, denn nein, genau? Ich möchte nicht wissen, mit wem Sie telefonieren. Ich möchte wissen, ob viele Unternehmen, also irgendwelche Kontomanager oder ja, ich meine irgendwelche Leute, die mit Trading verbunden sind, ob sie mit Ihnen telefonieren, also ob sie von Ihnen Anrufen bekommen. Das geht Sie ja auch nichts an, mit wem ich telefoniere, das sagte ich doch bereits. Verstehen Sie mich? Ja, ich verstehe schon, aber ich glaube, Sie verstehen. Was wollen Sie denn jetzt? Ja, Herr Wagenknecht, habe ich das gesagt. Wenn Sie solches Problem haben, wie Telefon... Hallo. Hallo, was denn? Ja. Ja, wenn Sie solches Problem haben, die zu viele anrufen, wenn Sie sich gestört von Leuten, die immer Sie anrufen, dann bin ich hier dabei. Dann möchte ich einfach helfen. Wenn Sie das Problem nicht haben, dann alles gut. Ja, wir können wie würden Sie aufhören. Dann helfen wollen? Das war meine Frage. Wie würden Sie denn helfen wollen? Mal angenommen, ich habe Anrufer, ich hätte Anrufer. Wie würden Sie dann helfen wollen? Ganz einfach. Sie haben das. Sie haben eigentlich Ihre Daten unter öffentliche Anzeige gelassen. Und das war unsere Anzeige. Alles, was ich machen wollte, wenn Sie nicht mehr interessiert im Trading sind, wenn es nicht mehr aktuell für Sie ist, wenn Sie zu viele Anrufe von Unternehmen bekommen, dann kann ich einfach Ihre Daten löschen und alles los. So kann ich Ihnen helfen. Ah, und das machen Sie kostenlos? Ja. Ah ja, das ist schön. Ja, ich denke auch so. Ja, das ist ganz schön. Vor allem, ich habe bei Ihnen genau denselben Krach im Hintergrund wie bei jedem billigen Callcenter, das mich anruft. Komisch, ne?
genauso schlechte Telefonverbindungen. Sie sind also auch nur eine dieser Betrügerfirmen. Habe ich etwas empfohlen? Habe ich irgendwas Ihnen gesagt? Nein. Ich habe nie so schlechte Telefonleitungen wie mit den angeblichen Tradern. Und Sie haben eine genauso Aber ich empfehle keine Trading. Darf ich einfach mal ausreden? Oder wollen Sie mir wieder ins Wort fallen? Sie verstehen mich nicht einfach. Ich empfehle keine Trading. Ich verstehe Sie ganz gut. Das sage ich ja. Und wenn ich ausreden lasse, kann ich Ihnen das auch weiter erklären. Dann was habe ich gesagt? Ich habe gesagt, dass wenn Sie nicht mehr im Trading interessiert sind, dann ich lösche einfach Ihre Daten. Also darf ich nicht ausreden. Kennen Sie, bitte. Bitte sagen Sie. Ich habe Sie gerade schon mal erklärt. Sie rufen aus genau so einem Callcenter an, wie die Leute, die mich zum Training überreden wollen und die ich deswegen auf YouTube online stelle. Und genau da kommt Ihr Anruf auch hin. Wo haben Sie denn überhaupt keine, mein Double Opt-in, meine Genehmigung, mich anzurufen? Ja, deswegen. Ich habe keine Trading-Empfehlung. Ich möchte Sie nicht überreden. Ich habe eine klare Frage gestellt. Möchten Sie die beantworten? Ja, natürlich. Können Sie wiederholen diese Frage? Wo habe ich Ihnen die Genehmigung erteilt, mich anzurufen? Beim Anmeldung? Nein, Sie brauchen die Genehmigung, mich anzurufen. Wo habe ich mich denn angemeldet bei Ihnen? Sie müssen sich ein Double Opt-in holen bei mir, einen Code senden, den ich dann bestätige. Das habe ich bei Ihrer Firma nicht gemacht. Also sind Sie genauso ein illegaler Anruf wie alle anderen auch. Sie wissen, was ein Double Opt-in ist. Sie verstehen mich nicht. Doch, ich verstehe Sie sehr gut. Die Frage ist, wissen Sie, was ein Double Opt-in ist? Sie können mir gerne erklären. Nee, Sie müssen das doch wissen. Sie müssen das ja eingeholt haben. Ein Double Opt-in ist die Genehmigung, mich anzurufen, mich telefonisch anzurufen. Dieses Double Opt-in, diese Genehmigung habe ich Ihnen nie erteilt. Bitte? Mit wem haben Sie das denn geteilt? Ich verstehe Sie wieder gar nicht. Können Sie bitte wiederholen? Nee, ich wiederhole nicht alles zweimal, nur weil bei Ihnen so ein Radau ist. Und holen Sie sich ein Hörgerät, wenn Sie nicht hören. Ich weiß nicht jetzt, was mit Ihrer Verbindung ist, aber ich höre Sie ganz schlecht. Ja, ich höre Sie auch ganz schlecht. Ich kann Ihnen sagen, woran das liegt. Sie rufen nicht aus Österreich an, Sie rufen aus irgendwo in der Welt an, über IP-Telefonie. Mit einer Geschwindigkeit. Aber ich wollte das aufhören. Ich wollte das aufhören. Und jetzt, ich werde das nicht machen. Sie verstehen mich nicht. Sie möchten mit mir keinen Kontakt gehen. Ich habe gesagt, dass ich möchte das aufhören. Ich möchte dieses Problem lösen. Sie sind das Problem selber. Sie sind das Problem. Sie haben keine Genehmigung, mich anzurufen. Bei der Anmeldung steht, Sie nehmen, Sie geben Ihren Namen, Ihre E-Mail-Adresse. Und dann das steht, Wenn Sie mich nicht ausreden lassen wollen, Sie haben keine Ahnung. Sie sind das Problem. Sie dürfen mich gar nicht anrufen. Sie haben jetzt schon einen illegalen Anruf getätigt. Verstehen Sie das nicht? Was für illegale Anruf? Sie haben keine Ahnung, was ein Double Opt-in ist. Worüber Sie reden, verstehen Sie eigentlich, worum es geht? Mehr brauchen Sie nicht. Eine Genehmigung. Diese Genehmigung habe ich Ihnen nie erteilt. So einfach ist das. Was für Genehmigung? Mit wem? Mit wem haben Sie geteilt? Was haben Sie gemacht? Verstehen Sie jetzt nicht? Sind Sie so dumm? Ich habe Ihnen keine Genehmigung erteilt. Sie schreien jetzt auf mich. Warum? Ja, weil Sie dumm sind. Bin ich jetzt dumm? Ja, richtig, weil Sie dumm sind. Nein. Sie verstehen gar nicht, was ich sage. Nein, Sie verstehen mich nicht. Ich habe gesagt, ich möchte das aufhören und jetzt schreien auf mich. Ich sage, ich weiß ganz genau, was Sie sagen. Sie sind einer dieser Probleme. Wissen Sie was? Wir werden Sie jeden Tag anrufen. Sie haben überhaupt keine Genehmigung, mich anzurufen. So, fertig.